Die australische Obdachloseninitiative Swags for Homeless hat das Backpack-Bett entwickelt und jetzt in Düsseldorf vorgestellt. Hierbei handelt es sich um ein Rucksackbett, das speziell für die Belange von Obdachlosen konzipiert wurde. Der Tagesstätte Shelter wurden jetzt einige Betten übergeben. Der Vorteil ist sicherlich, dass wenn ein wohnungsloser Mensch sich entscheidet, einen Platz zu finden, wenn er keinen festen Platz hat, dass er dort, wo er dann ist, das quasi aufbauen kann oder ganz schnell aufbereitet hat und sich dann dort geschützt niederlegen kann. Und am nächsten Tag natürlich, wenn er aufwacht, das dann direkt wieder relativ schnell auch zusammenfügen kann und dann mittragen kann. Dass das nicht was ist, was er sonst verstauen muss oder wie ein Zelt, was er dann stehen lassen kann, sondern dass er das quasi direkt mit sich tragen kann und mit sich führen kann und dann beispielsweise hier ja auch tagsüber in der Tagesstätte lagern kann. Das Backpack-Bett wurde mit dem Red Dot Design Award 2011 ausgezeichnet. Es soll den Wohnungslosen mehr Sicherheit und Komfort bieten.